Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute testen wir das neue Wash Nation Update an mit den lieben Legends. Moin. Moin, mein Name ist auch Carsten Stahl. Ja, mit dem lieben Pumum. Hallo. Moin, moin. Und ihr seht nämlich hier schon die neue Lobby, die ultra gut aussieht. Also, die gefällt mir echt. Ist so ein bisschen, die ganze Map hier, also die ganze Lobby ist ja an Respawns Resort ausgelegt, ne? Stimmt ja. Ja. Also angelegt, ja. Okay, heute werden wir erstmal ein bisschen Skywars zocken und ja, dann gehen wir gleich jetzt in die Runde, oder? Okay, nice. Dann also ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Ganze jetzt so aussieht und ja, mal schauen. Kann man auch schon irgendwie voten auf. Oh, Towers. Davon ist da. So, eine Wintermap, die ist actually nice. Ich habe auch das Assassin-Kit. Kits kann man bei dabei, wenn man die auswählt, aufwerten. Also du kannst die upgraden im Laufe. Also wenn du Coins hast, dann kannst du das Kit upgraden, dann gibst du zum Beispiel ein besseres Schwert oder so in dem Kit, was auch mega nice ist. Das ist sick, aber was ich auf jeden Fall schon merke, ist, dass die Inseln relativ nah aneinander sind, oder? Kann das nicht sein? Ja, das liegt an der Map. Das ist, glaube ich, ein bisschen verzweifelt, das ist weh. Die Map ist wirklich, also kann ich, also da wird Insta gerusht, glaube ich. Okay. Witzig, warte, okay. Ich würde auf die Reiter aufpassen. Ich brauch Content! Springt runter! Oh mein Gott! Wie lost bin ich? Ich brauch Content, Jungs! Ich bin Trash Andy, Alter! Trash Andy, ey! Was war das denn? Hä? Woher? Ja, du kannst dich auch so mit so TNT suchen und so. Oh! Nein! Perfekt. Ich schau mal kurz die anderen zu. Also, jetzt hab ich ein bisschen mehr Zeit, die Map ein bisschen mehr anzuschauen. Nice. Ja, nice. Bist du fast sweated, weißt du. Ja. Ich bin echt gespannt, was wir. Wie viele Maps habt ihr bisher so ungefähr von Skywars? Viele. Ich glaube. Du kannst gleich nachschauen, Okay. Es sind auf jeden Fall viele Maps, die sind aber auch alle in einem bestimmten Grundprinzip. Also die hier unterscheidet sich jetzt. Ich glaube, das ist mit die kleinste Map. Okay. Ja, so ähnliche gibt's auch auf Gomme, das ist halt so die Inseln direkt nebeneinander sind. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir kennen die auch. Das ist halt zum Reinpushen. Ja, ich glaub, das ist halt so ein 8-1 halt. Hat ihr denn noch ein Knockback-Ding? Nee. Alter, was ist das, Junge? Das ist ein Upgrade, das ist ein Upgrade. Digga. Der hat zum Beispiel solche Bomben. Hab ich auch schon mal getroffen mit diesen Bomben, Alter. Junge, ist. Ich war übertrieben low, war ich. Ja, die Bomben können ganze Leben ausrotten. Ja, aber das Gute ist auch, spielen lohnt sich hier. Also das heißt, man kann sich auch, also man spielt ja auch nicht für nichts, sondern man kann die wirklich auch upgraden und alles. Nicht ganz du kannst die ganzen Kits upgraden hochleveln. Das ist mega gut. Was halt, also was ich so auch noch nicht gesehen habe, so dass du den Kit einfach upgraden kannst nach und nach. Ist ja auch was Nices. Das macht die Gier. Junge, nervt der. Ja, das ist down. GG-Boom. Komm, noch eine Runde spielen wir noch? Hier, Skywars, kann man irgendwie. Oh, okay. Nice. Mach ab am besten, Master Shop. Master Shop. Guck mal, jetzt gehen wir auf Vote. Mhm. Okay, warte, wir haben 1, 2, 3, 4. Das Shiner. Ja, Shiner wollte ich gerade auch nehmen, Digga. Okay, wir haben echt... gut. Okay, Shiner. Ich habe China. Es gibt ja auch 24x1, da sind die Maps riesig, Digga. Oder was, 24x1? Ich kann nicht schreiben im Chat hier, oder? Ja, ich glaube, das ist halt ein Bug. Okay, ich wollte gerade China schreiben. Egal. Alles gut. Ja, wenn wir drei wählen, dann war's. Ja. Du könntest, ich glaube, du kannst ja noch kein Kit holen. Ich würde gleich starten machen, wir sind Kids, schon kurz auf Kids. Meine Kids. Ah, okay. Du kannst dir auch kurz so vorstellen, wir haben eh noch 190. Kaufe Kids. Oh, okay. Die ganzen Kids gibt's. Ich sehe hier Tank, Assassino, Enderman. Enderman ist bestimmt auch nice für die Hida. Schau mal, wie kostet das? 100.000? Das ist. Ja. Perfekt. Slash. Aber man kann leveln und mit dem Level-System kannst du bei Levels schauen und dann Level-History. Nice. Man ab Level 10 kriegst du Snowman und ab Level 100 kriegst du Enderman, weil Enderman ist das teuerste Kit. Oh wow, hab ich gerade. Oh, Shiner! Also, not bad hier. Ja, können wir ja hier irgendwie. Und was drehen irgendwie für dein so ein Musikvideo. Ja.
Hat die Map hier Wayne gebaut? Nee. Jo Leute, dieses Update kommt auch im Winter raus. Und natürlich, das hier ist eine Beta, die wir gerade zocken. Deswegen können noch ein paar Fehler auftreten, ist ja ganz normal. Deswegen ist das Ganze noch in einer Beta und ist noch nicht released. Aber ja, es läuft auf jeden Fall schon sehr gut. Kann ich auf jeden Fall schon so sagen. Natürlich, man merkt ein bisschen, dass es eine Beta ist, aber alles sehr, sehr gut spielbar hier. Hä? Geralt zwittert. Def, Junge! Du bist aber in der Luft gestorben. Egal. Ich glaube, den Modus, den werde ich auch echt auf privat zocken. Das ist, glaube ich, mein Main-Modus, glaube ich, bin ehrlich. Oder? Ja, der macht schon. Wieder ein scheiß Ding! Geralt sein Ding da, Alter! Ja, man kann halt Kids mit Skillpoints aufwerten. Durch die Wand! Durch die Blöcke! Junge! Was ist mit Geralt, mit seinen Effekten, Alter? Hast du ihn? Ja, Junge. Ja, du bringst doch. Jo, Leute, das war jetzt hier 2 Runden Skywars. Und ja, dann gehen wir jetzt wieder Stage Hub. Ja, guck mal, hier. Dann findest du hier Lobby Games. Kannst du dann. Warte mal, es gibt hier auch Chess Opening wieder? Ja, die kosten 10.000, du kannst da ein Pet oder so gewinnen, weißt du? Boah, geil. Hier kannst du sagen Casino spielen. Ich würde sagen, Casino? Ich mal noch eine Casino hier. Let's go, Casino. Aber warum bist du so breit, Junge? Ja, der ist einfach Tischsteher, Digga. Let's go, Alter. Hier ist der fresche Automat. Ja. Dann gibst du da einfach ein, so 1K. Warte, dann verzockst du den auch. Hast du Coins? Ja, ich hab einen Coin gewettet. Dann spiel mit dir. Oh, komm, gönn. Was ist das Beste denn? Gönn. Es müssen zum Beispiel 3 gleiche Erze in einer Reihe sein. Ah, okay. Es gönnt nicht. Du hast halt nur einen Coin. Ne? Kann man. Und was kann man, also verdoppelt man? 2 Coins. Ja, okay, bei Ziegel. Ja, du kannst zum Beispiel, wenn man die meisten spielen, halt so mit 1K und so, du kannst es sogar verdreifachen oder noch mehr. Ich habe zum Beispiel mal aus 3K 80K raus. Ja, ich habe mal aus 100K 200K gemacht. Mit Kohle kriegt man, glaube ich, das wenigste, dann kommt Bronze, dann kommt, glaube ich, Eisen, dann Dias und dann Neversterne. Wenn du die 3 mal hintereinander hast, kriegst du auch gefühlt das 5-fache oder so. Ich weiß gar nicht genau. Spielst du noch gerade? Ja, ich spiel gerade noch. Oh, okay. Nice, okay. Das ist echt ziemlich cool. Warte mal, wie kann man jetzt hier raus? Dann gehen wir nochmal zum Navigator. Jetzt kommt das ein nice Minigame. Zoom um. Ja. Nice. Dann bist du hier und dann klickst du hier auf die Q. Oh, jetzt halten zum Beispiel Paar und ich. Du kannst auch. Das ist das von Dings! Aha, ich kenn dich, ey! Digga, das ist das von Wii Sports, Alter! Schwertkampf! Komm, geh mal zu Spectate. Komm, geh mal zu Spectate. Klick mal drauf. Das ist das von Ich bin runterspringen. Achso, das ist nicht mehr. Ja, das ist gerade noch. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob die Barriers, die da dran sind, aber es war einmal verpackt, dass man einfach rausgehen könnte. Die kann man jetzt zum Beispiel Sumo spielen. Das ist halt ein nice Minigame. Alter, machst du doch deine Finger kaputt, Digga. Na, das geht. Sumo ist halt so Standard-PvP-Modus. Kann man das auch so erreichen quasi über die Karte? Ja, ne? Wahrscheinlich. Wenn man einfach auf Spawn geht. Ja, du kannst. Ja, das ist so nice, ey. Die Map ist schon riesig. Ja, mein Aim ist auch. Also, ich kann nach dem Update nicht mehr fliegen. Nein, du kannst nur Double Jumps machen. Ja, das ist halt verbuggt, das war mein. Ah, ich lass mich mal kurz spielen. Kann ich die Map noch ein bisschen zeigen? Oder? Alter. Kann ich den. Nein! Ja, du musst auch mal spielen, ne? Okay, fight einmal. Junge, wenn mich so umsehen, Digga, der ist ein PS4. Junge. Jetzt geb ich ihn. Ich finde halt die, also meiner Meinung nach. Oh! Spaß! Aber wenn die größere kommen, dann nicht wieder. Oh, man! Oh! Warum ist das. Oh, komm, geh ich. Komm, Mister, komm! Warum gebe ich ihnen keine Kombusungen? Okay, du, ich bring ihn um. Perfekt. Nice. Also, hier ist jetzt die geile Lobby, die ultra nice, Alter.
wer Respawns Resort also gezockt hat, kannst mir in die Kommentare schreiben. Aber ey, das ist halt wirklich unnormal nice. Aber seht halt nicht so viel von der Map leider. So, Leute, spielen wir ein bisschen UNC Meetup. Das ist UNC nur ohne Farmphase. Und ja, dabei ist jetzt nur noch Pumu. der gute Pumu, ey. Ja, jetzt haben wir kurz eine kleine Pause gehabt zwischendurch und jetzt geht's weiter mit UAC Meetup. Das ist auch der letzte Modus, den wir heute vorstellen werden. Das ist auch noch Legends hier, bei Endes gerade, glaube ich, in einer anderen Aufnahme. Andere Lobby, ne? Andere Wartelobby. Ja, jeder Modus hat eine eigene Lobby. Ah, das ist nicht. Das ist not bad, ey. Das ist wirklich not bad. Aber da schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Na, wir spawnen. Ja, aber es ist das Ding. Oh, okay. Mit einem Golden Head. Was ist ein Golden Head? Das ist halt. Ja, das ist eigentlich. Das, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber es ist ein ganz normaler Head. Also ist ein Goldapfel, der ja nicht dazu passt zu den anderen. Ja, ja. Also eigentlich. Ich weiß nicht, ob der wie auf Gom und so eine Funktion hat. Oder halt auf Timon hier, dass man zum Beispiel mehr Herzen von dem bekommt. Weil den bekommt man eigentlich aus dem Spiel. Warum wurde jetzt irgendwas in den Chat geschrieben? 29 Punkte. Achso, ja, es wird noch gefixt. Dass die. Ich glaube, das. Das ist Seed? Ja, das ist Seed, Bro. Also. Ich hab 4 Herzen bekommen. 5 Herzen. Durch den Goldapfel. Ja, okay, doch. Golden Heads geben, ja. Oh, wow. Jetzt habe ich den ein bisschen gegessen. Aber die Map sieht ein bisschen buggy aus. Ja, und jeder Spieler kriegt random Sachen. Also zum Beispiel, ich habe mehr kriegen Golden Heads oder bessere Rüstung. Man hat zum Beispiel so immer ein random Eisenteil. Man kann auch zum Beispiel ein Dia-Schwert. Ich hab Dia-Schuhe. Ich hab Eisenschuhe. Gibt's ja auch irgendwelche Interaktionen auf der Map jetzt? Irgendwie so kleine Sachen zum Einsammeln? Nee, ne? Nee. Du fightest halt. Und zum Beispiel, wenn du jetzt einen gekillt hast, dann droppt die Kiste und die explodiert nach einer Zeit. Junge, ich werd hops genommen von Carsten Stein. Ja, es fehlen noch 7 Leute und die Border, Digga. Das muss gleich richtig anschauen. Das wird nice. Bruder. Hey, Digga, was ist das? Was ist mit Carsten Stahl, Digga? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Nein, der wie ehrenlos. Immer auf die YouTuber, Digga. Ich konnte keinen Kill von der einzigen Aufnahme. Er macht den ehrenlos. Oh nein, nicht Multi. Er macht einfach so den ehrenlosen, Alter. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Gleich werde ich wieder zerstört. Ich camp einfach. Komm, Meetup 2. Meetup 2? Ah, ich bin Meetup 3 gejoint. Oh mein Gott. Not bad. Also wie viele Leute passen denn da allgemein rein? Standest du irgendwie? 20. Okay. 20. Ich muss nochmal nachschauen, ich weiß gar nicht. Okay, aber den Golden Head esse ich diesmal nicht, Alter. Ja, ich glaube diesmal mehrere Golden Heads. Also 2 Stück habe ich jetzt. Also. Oh nein, ich habe eine Eisenbrust dazu, das ist schon schlecht. Ich habe eine Eisenhose. Oh, andere Map. Ist ja klar. Ja, das ist random generiert. 000 ist das Seed oder was? Ja, bei mir ist 260. Okay. Das denn? Diesmal bitte nicht. Ja, vercampt dich einfach. Geh auf den Baum drauf und sneak. Bin ich auf die ehrenlose Basis, warte. Ich geh mal kurz nach oben. Also, du bist bei mir. Ja. Sneak jetzt auch einfach, lass mal chillen. Ja, let's go. Wenn du außerhalb der Border bist, zu. Warte. Wo ist der jetzt hoch? Ich kann mir auch irgendwo hochbauen, warte. Perfekt, Junge. Die fighten da vor uns an. Was ist eine Skybase? Skybase. Du hast eh gleich gefehlt. Oh wow. Ey, da ist einer. Der darf verbrennen, hat die Bäume im Hintergrund. Bei Knockers habe ich. Bei mir. Komm zu mir, glaube ich. Scheiße. Ich werde weglaufen. Ey, nein, der ist aber low, der ist aber low. Ja, fein. Ich komme mal zu euch und dann. Nein, der war so low! Nein, aim! 3 Herzen hat der Dude. Renn weg. Der hat ja, ey, der war so low!
fehlen noch 7 Leute. Ich hätte den fast gehabt und den Ehrenlosen gemacht, Alter. Ja, hat wahrscheinlich durchgegabt. Er kommt, er will zu dir, glaub ich, kommen. Scheiße, nee, ist das Bubi? Ah, ich war. Oha, ich war direkt an der Border dran. Perfekt. Perfekt, Digga. Ich war direkt neben der, ich wurde nicht gepickt. So. Ja, ich mach dir so eine kleine. Er will mich jetzt. Nee, das ist Dings, das ist Triad. Mit Schubi? Mit Schubi? Ja, glaub schon. Der ist auf Handy. Achso. Das ist mit Schubi. Konnte seinen Namen nicht richtig sehen. Junge! Wer ist er? Ich glaub, ich weiß nicht. Okay. Egal, die Border geht gleich weiter. Du wirst, ja, am Ende wird es sein. Aber wir sind noch 7, das ist gerade stark. Alles sieht gut aus. Die Border. Nein, nicht wieder Legends! Nein! Nicht wieder Legends, Digga. Nein, Mann! Glaubst du? Ja, sterbe ich. Ja, Digga. Was ist das, ey? Hm. Ich hab noch mit gar keinen gefightet. Junge, was ist das, ey? Ihr würdet nicht locker pushen sollen. Junge, der war so low, 3 Herz hatte der. Und da hab ich ihn halt angehittet, Digga, der war so low. Und warum schillst du, Digga? Warum ist es effektiv, da einfach zu chillen? Ich bin komplett durch die ganze Mitte gelaufen, Alter. Komplett durch. Es sind noch 5 alive, oder? 2, nur noch er und ich. Oh, wow. Aber rechts steht bei mir Alive 5. Und Kills 0, Border 100. Scheiße, der kommt. Ja, der kommt. Der will ich jetzt. Schreib mal nein. Wenn ich zu geht. Scheiße. Knall jetzt runter. Was? Digga, die Heads gehen wieder nicht bei mir. Oh, Ehrenmann. Der gibt mir Wurst. Hä? Perfekt. Oh, Server. Mann, bei den letzten Worten. Das ist schon eine schöne Bedeutung. Das ist schon. Und so, meine. Perfekt.